Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Anywhere I take my feet. Das gibt's doch gar nicht, dass da keine Setzlinge rauskommen, Alter. Oh, ganz viele Creeper. Shit. Wahrscheinlich, Alter. Ja, schieß mich ab. Wahrscheinlich, oder? Spinne. Skelette. The fuck. Creeper. Schafe. Ja, Schafe. Schafe. Komm her. Komm her. Gib mir Wolle. Gib mir Wolle, Baby. Gib mir Wolle. Oh yeah. Ich creeper mir ein Bett, genau. Ich crafte mir ein Bett. In einer sicheren Umgebung. Nein, ich hab nur zwei Wolle. Oder doch, nee, ich hab. Kommen die ganzen Dorfbewohner her? Gibt's hier etwa ein Zombie-Dorf? Oder gibt's hier generell ein Dorf? Mit NPCs? Boah, hier sind so viele Skelette, Alter. What the fuck? Oh nice. Alter. Ist es ein Dorf? Oder warum sind hier so Eisdinger? Ich hab schon ein bisschen Paranoia. Was ist das für ein Block? Das sieht irgendwie aus wie so eine Eisstadt, Alter. Kann man die zerstören? Okay, da kriegt man nichts raus, okay. Okay. Sieht ein bisschen creepy aus, ne? Aber naja. Was ist das für ein kranker Schal? Dioritit, was ist denn das? Nehmen wir mit. Und das? Andesit, was sind das für creepy Steine, Alter? Habe ich dann, was um das? Granit, okay. Kranker Shit. Aber eigentlich brauchen wir den Scheiß nicht, oder? Aber komm, nee. Granit sieht ja ganz geil aus. Aber dieser Andesit braucht keinen Wichser. Alles verschwendeter Platz. Und das Bruchstein kann auch dahin. Aber Granit nehmen wir mit. Nehmen wir mal so ein Stack mit, was man das gebrauchen kann. Auf jeden Fall scheint es nicht so selten zu sein, weil die eine relativ große Quelle Granit ist. Wie gesagt, das ist für mich Neuland. Ich kenne diese Steine nicht. Obwohl ich Minecraft schon seit 140 Folgen, glaube ich, spiele. Das ist was Neues für mich.
Hier scheint Kohle und Granit relativ häufig zu sein. Alter, was für motherfucking Berge hier, was eine kranke Aussicht, Alter. Ich finde aber nicht das, was ich suche. Das ist kacke. Na, jetzt ist mein Boot kaputt gegangen. Blindel. Und jetzt, wo hole ich Holz her? Ah, hier. Oh doch, wir haben sogar Fichtensetzlinge bekommen. Sehr schön. Ach, es hat sogar für ein Boot gereicht, das Blindel. So, nehmen wir die Crafting Bench wieder mit. So. Weiter geht's. Also die neuen Gesteinsarten. Ich weiß nicht, ob wann es den Patch gab. Aber auf jeden Fall sieht es hier motherfucking geil aus. Auch wenn es nur ein scheiß Steinberg ist, ne? Ey, so geht's ja auch mal ein anderes Gebiet, Alter. Hier geht's doch. Och nee. Ich würde gerne auch mal so Tropenholz oder so, einen Dschungel oder so. Gibt's hier sowas wie ein Dschungel in Minecraft? Ja, gibt's doch eigentlich, oder? Tobi. Gibt's einen Dschungel in Minecraft? Ja, ne? Ja, gibt's. Warum findet der Blindel hier keinen? Hier sind ganz viele Hühner. Oh, hier sind Hundis. Da. What the fuck? Nein, 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 nein. Na! Und jetzt, wo bin ich? Ich habe alles verloren, was ich hatte. Wunderbar. Nee. Ich raste aus. Nice. Nee. Ich hab nix mehr! Ja, ich würde sagen, wir haben die Erkundungstour reichlich gefailt. Was war das denn auch? Das war voll die Falle, ey. Das hat mich voll verlockt.
So. Ich finde sowas traurig, wenn so Leute nichts unternehmen. Egal. Ja. So, hast du heute Video angeguckt von LWG, oder? Nee, ich guck's mir gleich an. Ich hab überlegen schon kopiert. Aber schick's dann, sonst ist eine Aufnahme gerade so professionell. Alter, was ist denn los heute? Ganz scheiß Nachlauf, ey. Bin aber nicht krank, das ist das Komische dran. Wieder hier. Ach ja, wahrscheinlich. Oh, muss mich ganz kurz mute. Sprachnachricht bekomme ich hier gerade professionell, wenn ihr wieder hört. Ich könnte kotzen. Ja, ich hab wahrscheinlich ein Herz, ne? Wahrscheinlich ein Herz. Wahrscheinlich, oder? So, jetzt. Da ist ein Huhn, das muss ich jetzt irgendwie schlachten. Bei mir war es ja letztes Mal so, ich habe ja Minecraft mal Singleplayer gestartet, ne? Und aus Zufall war ich direkt in der Wüste irgendwie gespawnt, ne? Und dann laufe ich einfach mal so 5 oder 10 Minuten durch die Wüste, ne? Und auf einmal kommt einfach mal der Dschungel. Aber in Minecraft gibt es generell immer Dschungels. Ob du in der Wüste bist oder sonst wo. Ja, ich muss gerade hier ums Überleben kämpfen. Da ist. Ja. Ja. Da ich nichts zu fressen hab. Und mega weit von zu Hause entfernt bin und meine Diamantspitzhacke gerade verloren habe. Ich könnte ausrasten. Komm, ein Schaf muss ich noch umbringen. Guck mal grad da, Stu, jetzt geh mal grad der Mann auf Sack her. Ach nein. Äh.
Mülltonne. Auch bitte nicht. Weißt du, ich hab gleich keinen Bock mehr, Alter. Da wärst du 50 Jahre. Wahrscheinlich. Jetzt ist es auch noch Nacht, Alter, da komme ich nie zu Hause an. Ohne Witz, ey. Was soll denn das? Als ich da zurückgelaufen bin, ey.
Ey, bis ich wieder zu Hause bin bei mir in Minecraft, Alter. Oh. Ich kann doch nicht mal mehr rennen, Alter. Ich kann Pilze fressen. Kann man Pilze essen? Ja, aber du warst vergiftet. Wir essen Spinnenauge. Ach nein, am Ende sterbe ich jetzt noch. Hier gibt's Hasen, dein Ernst? Kann man Hasen fressen? Ich hab nie Hasen gesehen, mein Gott. Nein, bin mal nicht sicher. Hab ich noch nie ausprobiert. Ich hab nie Hasen gesehen. Oh, spring doch nicht weg, du Blindel. Oh doch, man kriegt Hasenfleisch. Ey, ich hab noch nie Hasen gesehen, Alter. Was ist denn mit Minecraft schiefgegangen? Wenn sie denn in der Wüste sind oder so, ist doch alles okay. Nee, nee. Zuschauer, es wird halt mal ein längerer Part heute. Tut mir leid, aber ich muss heute noch nach Hause finden. Sonst kann ich nicht beruhigt schlafen. Und so weit entfernt sind wir jetzt auch nicht. Na gut, wir sind noch 1000 Blöcke entfernt, um es genau zu nehmen. Ach nein, ich kann nicht mehr rennen. Ey, hier gibt's nur Hasen, Alter. Gibt's auch was anderes zu fressen, Alter. Oh ja, wahrscheinlich nur noch ein Leben, Alter. Wahrscheinlich halt die Fresse, Alter. Ach nein, ich muss noch irgendwas zu essen finden. Das kacke ich heute noch ab. Wisst ihr, was ich da mache? Wir machen hier als Schwierigkeitsgrad friedlich, solange ich noch nicht da bin. Wisst ihr, was ich meine? Sonst bin ich morgen noch nicht zu Hause. Ach nein, jetzt bin ich in die Höhle gefallen. Weißt du, passiert so ein Pech, Alter. Gehst du einmal in deinem scheiß Minecraft fucking Let's Play auf Erkundungstour und dann passiert dir so eine Wichse, Alter. Könnte ich auch schon wieder durchdrehen, ey. Die Waffel. Die Person blockiert. Was? Ach, sorry. Blindel. Ich bin gleich da.
Nein. Kennst du das Gefühl, dies edit irgendeine Person, die kommt aus den Staaten, ne? Ja. USA hat mich einige edit schreiben auf Englisch. Ich bin ja zu faul, ich geb's zu, ich kann richtig schlecht Englisch, ne? Hab mir das kopiert und geguckt, was die mir so labern, ne? Sagt sie, ja, sie hat einen Freijob bekommen und wollte gucken, dass ihr, was so abläuft, so, und generell, sie hat keinen Job und die heißt Angelina Holloway. Aha. Ne? Das ist so ein komischer Name. Und dann erzählt sie mir hier von wegen irgendwas hier, ja, der Account, der ist privat, weil gucken, was die Leute hier so machen, dass sie eine Show machen will und so und sowas, ja. Tschüss. Okay. Sowas wollte ich gar nicht wissen und generell, es geht mich nichts an, also weg damit. Wenn du willst auch so reagieren. Ja, ja. Mike, wenn das so einer Scheißdreck schreibt. Ich bin gleich da. Und rat mal. Rat mal, wer mich geedit hat bei Facebook, den habe ich auch gleich blockiert. Wer denn? Der nennt sich RJ. Wer nennt sich RJ? Überleg mal. Das ist doch dieser kleine Bumpel bei uns im Clan, der was abgefuckt hat. Mehr sag ich nicht. Weiß es. RJ. Schon mal abgefuckt. Boah, Tobi, das ist zu lange her, ich weiß es nicht. Leute, wo es nicht kennen und generell mir so Fake-Accounts schicken und so und Ich glaube, ich bin gleich zu Hause. Ich hab schon zum fünften Mal schon gesagt, ich bin gleich zu Hause. Doch, ich bin wirklich gleich zu Hause. 1700, ich bin bei 1400. 1600, ich bin bei 1300. Oh shit, das wird geil. Hast du dir die X, Y und Z-Daten aufgeschrieben oder? Ja, ja. Okay. Von zu Hause. Ich sehe einen Leuchtturm. Ich bin zu Hause. Yeah. Aber den Leuchtturm sieht man von weitem schon ganz schön, ne? Sei froh. Ja, das kann doch nicht den Ernst sein. Ich bin zum Glück bin ich wieder zu Hause. Was mich aber mies abfuckt, ist, dass ich meine komplette Ausrüstung verloren habe. Ist jetzt auch kein Thema. Denn es waren nur Eisensachen. Und ich sehe das Hotel. Oh ja, ich bin zu Hause. Papa ist zu Hause. Halb verhungert. Zum Glück nicht. Papa ist zu Hause. Nee, weil die Hasen sind, welche Version rauskommen? 1.8, irgendwas? Weiß ich nicht. Und ich hab gedacht, die Hase kann man nicht essen, also ich hab's noch nie ausprobiert und so. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Rumpeldidl, bumm. Ja, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, dann ciao Leute, euer MH26195.